Moin Seekräuter und moin Wohnzimmerkapitäne. Herzlich willkommen zu diesem Video zur Modstation bzw. zu Mods allgemein. Was sind Mods? Was bewirken sie? Warum sollte man welche haben? So eine Sachen wollen wir hier beantworten. Und was benutze ich zum Beispiel auch in meinen Livestreams? Könnt ihr jedes Mal sehen. Und ja, da gab es ja schon sehr, sehr viele Informationen in der Vergangenheit. Man hat auch eher, so wie es war bei mir, ich bin sehr, sehr vorsichtig gewesen mit Mods in World of Warships. Gab vor anderthalb Jahren mal eine Information von World of Warships, dass diejenigen, die Mods benutzen, die illegal sind, ja, dann über so ein Verwarnungssystem und so weiter, möglicherweise ja sogar stillgelegt werden können, sozusagen abgestöpselt werden können, den Kontakt zu World of Warships verlieren. Und ich wollte da jetzt kein Risiko eingehen und habe eine ganze Zeit nie Mods benutzt. Bis ich dann irgendwann mal auf die Modstation, die wir euch heute hier vorstellen wollen, so ein bisschen gestoßen bin. Und da gab es für mich den ersten großen und hauptsächlichen Vorteil, dass man davor sicher ist, dass es quasi da drinnen Mods sind, die nicht verifiziert sind von World of Warships. Ja, wir können die Modstation ohne Bedenken benutzen und das ist für mich der allererste und Hauptpunkt, warum ich diese Sache überhaupt mache. Wie kommen wir jetzt an diese ganze Geschichte überhaupt ran? Wir gehen auf die Seite worldofwarships.eu, Deutsch, wie gesagt, ganz normal eure normale Seite, euer Portal, wo ihr die Informationen zu World of Warships bekommt. Und dann scrollt ihr und zwar ziemlich weit nach unten, bis es nicht mehr weitergeht. Dann gibt es hier einen Bereich, der nennt sich Modstation. Ist ein bisschen versteckt, muss man sagen, aber einfach mal raufklicken und dann sind wir in dem Bereich Modstation, der das komplett erklärt. Was sind Mods? Mods sind am Ende Sachen, die optisch und soundmäßig Sachen im Spiel verändern. Das können Ladebildschirme sein, das können Spuren von Granaten sein, das können ja, Sprachausgaben sein. Von Kapitänen zum Beispiel, die sich dann anders anhören, die anders aussehen. Und das ist wirklich verrückt, was es dann da an Sachen gibt. Ja, blaue, grüne Geschossspuren, all so eine ganzen Geschichten. Wer das erste Mal übrigens davon hört, der wird sich echt wundern, was da alles so möglich ist. Und vor allen Dingen ist es mit der Modstation super einfach geworden, die Sache zu installieren. Ihr klickt einfach hier auf diesen Button rauf, klickt auf Modstation herunterladen, dann wird das über euren Browser ganz normal herunterladen, macht die Setup auf, installiert die da, wo ihr das möchtet. Ich habe sie bei mir sogar mit in Spieleverzeichnis, einen separaten Ordner gemacht und da in die Modstation reingeschmissen. Und der nächste große Punkt, den ich halt sehr, sehr vorteilhaft finde, ist, alle mit Modstation installierten Mods wurden verifiziert und sind virenfrei und entsprechen vollständig der Mod-Richtlinien des Game-Clients. Das heißt, wir können halt dieses Risiko einfach ausschließen. Die Modstation ist jetzt ein nicht ganz offizielles Tool von World of Warships. Es wird auf der Homepage angeboten. Es ist aber nicht so, dass World of Warships das dediziert zur Verfügung stellt, also so, dass sich Programmierer von World of Warships darum kümmern und dafür in Anführungsstrichen bezahlt werden, weil es ein offizielles Produkt von World of Warships ist. Nee, so ist es nicht ganz. Es ist ein Produkt von Hobbykapitänen, die bei World of Warships arbeiten. Ja, muss man sagen. Also es sind Programmierer, möglicherweise wie du und ich, die dann abends sich nochmal hinsetzen und eben diese Mods aufbauen und dadurch auch ganz genau wissen, wie sie bauen müssen, damit sie kompatibel sind. Ja, zum Beispiel sind jetzt halt solche Programmierer. Es gibt auch jede Menge Hobbykapitäne, die das aus ihrer Lust und Laune machen, euch da sowas zur Verfügung zu stellen. Und am Ende ist die Modstation nur ein Tool, um diese Mods zu installieren. Ja, das ist eigentlich auch nochmal so eine Aussage, die man wichtig im Hinterkopf behalten muss. Und noch ein Punkt, der ganz besonders wichtig ist, die Spielentwickler übernehmen keinerlei Verantwortung für den stabilen Betrieb eines modifizierten Game-Clients. Das ist auch wieder so ein Hinweis darauf, es ist kein ganz offizielles Tool, ja, sondern es ist ein Tool der Community, von der Community für die Community, könnte man sagen. Und World of Warships bietet hier quasi die Seite an, über die man dazu ein bisschen runterladen kann. Ja. Wie gesagt, ich habe persönlich noch keine wirklichen Probleme mit World of Warships gehabt, wo ich sage, boah, das Tool, das funktioniert nicht oder meine Mods gehen alle nicht oder irgendwie so eine Sachen. Das ist relativ simpel und dieses Tool funktioniert bis jetzt sehr sauber bei mir. Es werden zum Beispiel auch immer alte Mods deinstalliert und dann die neuen drüber installiert. Also eine Sachen, also das geht soweit ganz gut vonstatten. Zumindest ist das meine persönliche Erfahrung. Wir haben ja jetzt die Modstation schon mal runtergeladen und ihr habt sie jetzt vielleicht nebenbei, neben dem Video hier schon installiert. Es gibt aber noch was, wo ich euch unbedingt darauf hinweisen möchte. Es gibt nämlich ein Forum extra für Mods und also oder für Mod-Ersteller und zum halt auch da zum Download. Ihr klickt hier auf den Button, geht zum Forum und
landet dann auf dieser Seite und ihr habt hier einmal oben den ganz normalen Forumsbereich, Englisch, Deutsch, Polnisch und so weiter. Und dann gibt's die Mod-Section, die übersieht man nämlich ganz gerne, weil man meist ja einen Link direkt in seine Sprache hat, also bei uns dann eben Deutsch. Und hier unten gibt's halt nochmal einen riesen Kasten, wo man super viele Informationen bekommt, an Anleitungen, Mods, die auch nicht in der Modstation enthalten sind, wo man aber dann auch, wie gesagt, mal zumindest so viel Umsicht haben muss, ob dieser Mod verifiziert wurde. Das wird nämlich hier zum Beispiel auch, werden Sachen, Mods hochgeladen, wo dann die Administratoren und World of Warships Angestellten diese Sachen prüfen, ob diese Sachen zulässig sind und so eine ganzen Geschichten. Ja, da muss man so ein bisschen die Augen offen halten, aber wenn ihr eben die Modstation benutzt oder hier, ich sage jetzt einfach mal den Mod von Hurz, ja, hier wirsinken.de, der Mod wird von Jagger65 hergestellt oder Aslanes Pack und so eine Sachen, die sind in der Regel sehr, sehr zuverlässig und wie gesagt, bei der Modstation gibt es sogar ein offizielles Statement von World of Warships, dass alle Mods da drinnen hundertprozentig sauber sind. Also nach meinem Kenntnisstand ist keiner dieser Modpacks irgendwo in Anführungsstrichen gefährlich, dass da was drinnen sein kann oder so, die werden alle regelmäßig überprüft, ne? Ich möchte aber hier ganz halt besonders auf die Modstation eingehen. Nicht, dass das jetzt irgendwie falsch verstanden wird oder so, dass das da irgendwie bei anderen was drin sein könnte. Vom Prinzip her ist alles safe und die haben ja auch alle einen Ruf zu verlieren und sorgen dafür, dass sie euch mit den sauberen und mit Mods in versorgen, die alle in Ordnung sind. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen. Ihr müsst euch jetzt nicht Gedanken machen, dass wenn ihr einen Mod benutzt, der jetzt mal nicht sauber ist, ja, wo vielleicht auch eine Fehlindikation bei World of Warships entsteht, wo das heißt, ey, der benutzt einen Mod oder wie auch immer, ihr werdet eigentlich immer erstmal angeschrieben, ja, so nach dem Motto, ey, wir haben festgestellt, bei dir ist irgendwo ein Mod drauf, der ist nicht legal, ja, wir möchten, dass du diesen Mod entfernst, sonst müssen wir weitere Schritte gegen dich einleiten oder wie auch immer, und dann kann man ja, man hat ja dann Zeit zu reagieren. Es ist ja jetzt nicht so, dass man sofort gelöscht wird. Ja, man hat in der Regel zwei Versuche. Nach dem dritten gibt es dann eben stärkere Restriktionen, sei jetzt einfach mal. In der Zeit kann man dann ja auch nochmal Kontakt zu World of Warships suchen oder eben halt, wenn man sich komplett ungerecht behandelt fühlt und der Support einem nicht weiterhelfen kann, dann kann man ja auch immer nochmal versuchen, Chrysanthos oder Sehales hier über das Forum oder Mr. Conway oder so mit einzuschalten und nochmal, ey Leute, ich fühle mich total überfahren oder so eine Sachen, helft mir mal bitte, ich habe mich immer an die Regeln gehalten und will das jetzt auch weiterhin tun, aber ich weiß nicht, was hier falsch läuft, wie auch immer, ne? Prinzipiell müsst ihr euch da also nicht gleich Gedanken machen und wenn ihr diese Tools hier benutzt, ist es soweit auch safe. Wenn ihr jetzt die Modstation installiert habt, dann landet ihr am Ende in einer solchen Oberfläche hier. Das ist quasi eine Anwendung, ein Fenster und ihr dürft dann, wenn ihr das erste Mal öffnet, gleich den Part festlegen, wo World of Warships installiert ist oder er macht dann sogar teilweise automatisch. Ich habe viele Instanzen von World of Warships, deswegen hier werden jetzt nur zwei angezeigt, weil ich nur zwei integriert habe, aber ich habe glaube ich 5 Instanzen auf meinem Rechner installiert. Einmal Deutsch, ein NA-Test-Server und hast du nicht gesehen. Also russischen Server habe ich dann auch noch dabei, also eine ganze Geschichten. Wollen wir hier einmal kurz gucken, wir haben hier oben halt diese drei Reiter, Select a Client, dann kommen wir in den Mod-Bereich und dann gibt es noch den Setting-Bereich, der jetzt auch nicht besonders komplex ist. Einmal was mit Route und die Informationen zur Version und so weiter. Aber wollen wir hier mal kurz durch die Mods so ein bisschen durchgehen. Hier habt ihr die ganzen Untersektionen und hier geht es um die Zieleinrichtung, also um die Visiere. Da gibt es 1000 Sachen davon, bunt und ganz anders und nochmal auf den Kopf gestellt und als Dreieck und als Viereck und so weiter. Da können wir eigentlich überspringen, weil ich persönlich da nichts ändern möchte. Wenn ihr da was ändern möchtet, dann ist das euch natürlich vollkommen freigestellt, da diese Sachen einfach anzuklicken, was ihr jetzt haben wollt im Spiel. Müsst ihr dann nochmal separat auswählen, logischerweise. Dann werden ja nur Optionen hinzugefügt. Ja, dann geht ihr hier auf Apply, runtergeladen, wird in Spiel Client installiert und fertig ist. Also ich möchte das jetzt nicht, deswegen machen die Haken wieder raus. Im zweiten Reiter geht es um Battle Interface Design Kit. Da sind dann sowas wie andere Bänder, die ihr bekommt. Oder wenn ihr entdeckt seid, ist jetzt ein Warnzeichen ein anderes. Und. Ja, auch hier gibt es 1000 Sachen. Granatenfarben, die sich ändern. Tracer, die sich ändern. Fliegende Grafikkarten können dabei sein. Schwerter oder irgendwelche Puppen und so weiter und so weiter. Ist alles Mögliche dabei. Auch hier gibt es dann noch alternative Trefferpunkte, Streifen und so weiter und so weiter. Dann gibt es
Symbole, die anders sind, da bin ich bei dem ersten sogar schon dabei. Die Adjustable Panels, die ich da benutze, die finde ich eigentlich ziemlich cool, weil hier an der Seite noch die Geschwindigkeit angezeigt wird, da die maximale Kampfentfernung, wie weit das Schiff schießen kann und hier eben die maximale Torpedoentfernung. Vergesst nicht, diese Werte sind die Standardwerte. Ja, das heißt, wenn jemand sein Schiff verändert und nur 19 Kilometer schießen kann, wird das hier nicht erscheinen. Ja, also ich habe meinen Kurfürsten zum Beispiel auf 19 Kilometer durch das Legendary, dann würdet euch hier immer noch mit 20,6 angezeigt werden. Ne? Das sind nur so die maximalen Entfernungen, die so möglich sind, sage ich jetzt einmal, vom Standardrumpf, beziehungsweise vom verbesserten Rumpf her. Die Rumpfe werden wohl erkannt, aber nicht die, aber nicht, wenn man jetzt über einen Kapitän noch irgendwas Bestimmtes geskillt hat. Ja. Dann geht's weiter und hier geht es dann um besondere Tarnungen, die auf dem Schiff dann dauerhaft angebracht werden, optisch. Ja, für euch sichtbar, für den Gegner ist es nicht so sichtbar, wie ihr jetzt seht. Ne? Also nur damit ihr das auch wisst, ja, dass wenn ihr mit einem Teammate zusammenspielt, dann wird das nicht so sichtbar sein. Aber ihr seht es hier schon, also hier sind ganz verrückte, verwegene Sachen dabei. Mercurio mit einem anderen Mod, also wer es braucht, wie gesagt, ich verurteile da niemanden, muss ja jeder selber wissen, wie er das Spiel spielen möchte. Das sind hier nur zusätzliche Optionen, die ihr hier bekommt. Nächste Sache ist dann hier ja, das Battle Interface sozusagen, ne? Combat Interface. Und da gibt es eine Menge Sachen, die man hinzufügen kann. Ein Ping Light zum Beispiel oder in ein Detection Timer. Also da gibt es dann jedes Mal, wenn ihr geschossen habt, resettet sich der Timer und dann läuft er von 20 Sekunden runter. Ja, wenn er auf 0 ist, dann solltet ihr normalerweise zugehen, es sei denn, ihr seid hardspottet von einem anderen Zerstörer, den ihr selber nicht seht oder durch ein Flugzeug oder wie auch immer. Ja, aber es soll euch helfen und in die Lage versetzen, einzuschätzen, wie lange ihr noch braucht, bis ihr wieder zu seid. Wenn ihr weit genug weg seid vom Gegner und nicht sowieso automatisch aufgeklärt werdet. Ne? Also durch einen verdeckten DD zum Beispiel. Hier gibt es Running Lights, rot ist rückwärts, gelb ist stehen, grün ist vorwärts fahren, also ist einfach mal eine Hilfe, gerade für Leute, die neu in World of Warships sind oder halt nicht so genau hingucken wollen, mit dem Schornstein und der Welle vorne am Bug oder so eine Sachen. Da sieht man dann, ob derjenige rückwärts fährt, vorwärts fährt und so eine ganze Geschichte. Score-Timer, auch eine ganz coole Sache. Da sieht man einfach, wie die Zeiten ticken. Ne? 6 Minuten 3, dann hat Team Grün gewonnen. 12 Minuten 22 hat Team Rot nach Punkten gewonnen. Ne? Wird immer der Ist-Zustand angezeigt. Ne? Wir haben hier 3 Caps, da dauert das 6 Minuten 3 und bei dem einen Cap wird 12 Minuten 22 dauern. Wenn jetzt Team Rot wieder ein Cap dazu holt, verändern sich die Zeiten hier. Ja? Das ist einfach nur, um zu helfen, taktischer oder cleverer zu fahren, sage ich es einfach mal. Ja, kann man manche Sachen kann man einfach besser antizipieren, besser einschätzen, wenn man genau weiß, wie viel Zeit da noch benötigt wird. Oder hier benutze ich super gerne, den Regen Assistant, der mir anzeigt, wie viele Trefferpunkte ich mit einer Reparaturmannschaft im besten Fall wiederherstellen kann, wie viele Trefferpunkte ich wiederherstellen kann, wenn ich die India-Delta-Flagge zusätzlich mit auf dem Schiff habe und wie viele Trefferpunkte ich tatsächlich gerade wiederherstellen kann anhand der Schäden, die mein Schiff genommen hat. Ja, ihr wisst ja, da bestimmte Räche sind besser wiederherstellbar oder bestimmte Schäden wie Flammen und Flutung sind 100% wiederherstellbar, die werden vollständig angerechnet und so eine ganze Geschichten. Der hilft mir, meine Reparaturmannschaft einfach besser auszunutzen. Ja, also das ist diese Sache. Und dann gibt es noch der Damage-Meter, das habe ich zum Beispiel nur für euch installiert. Wenn ihr uns beim Stream zuschaut, dann könnt ihr hier viel besser sehen, wie viel Schaden man verursacht hat oder wie viel man received hat, also bekommen hat. Ich habe, glaube ich, nur eine Sache drin. Ich glaube, ich habe Cause Damage drin. Also verursachten Schaden durch mich. Das sind halt so einfach ein paar nette Sachen, um euch schneller in die Situation versetzen, zu verstehen, wie diese Gefechtssituation ist. Ja, das ist einfach nur ja, eine bessere Übertragung sozusagen. Dann habe ich hier noch Mini-Ship-Icons. Die lassen mir nämlich die Icons oben nicht anzeigen. Die habe ich ja quasi links und rechts an die Seite gepackt. Ne? Ihr habt es vorhin gesehen, hier mit diesen Adjustable Panels. Und das hier ist eigentlich ein guter Ersatz dafür, weil ich nämlich dann oben die Trefferpunkte meines Teams und des gegnerischen Teams angezeigt bekomme. Dazu kommt ja eben noch dieser Score-Timer, den ich euch eben schon gezeigt habe, wo dann hier die Uhrzeiten noch sind. Das hier sind immer einzelne Mods, die ich übereinander lege sozusagen. Man wählt sich hier die Ebenen alle so einzeln aus und sagt, alles klar, so möchte ich spielen. Und ja, wenn ihr dann genug ausgewählt habt, hier habe ich jetzt noch den Smoke-Timer, der mir hilft, um Größe anzuzeigen, wie lange noch meine Nebelwand geht. Und der Advanced Battle Loading Screen ist einfach der bessere Ladebildschirm. Den habe ich übrigens gerade eben erst installiert. Ja, da zeigt mir die Map und die Aufstellung des Teams an. Finde ich eigentlich auch eine coole Geschichte.
Cool ist auch, wenn es neue Updates gibt, also Update 091, 092 und so weiter, sind diese Updates hier relativ schnell, also diese Mods relativ schnell wieder auf Stand. Manche brauchen ein bisschen länger, also länger als 4-5 Tage habe ich noch nie warten müssen. Ich habe eine Menge Mods schon benutzen können, schon an dem Donnerstag, wenn das Update kommt. Wenn ich mich dann abends hinsetze, das Update runterlade, dann einmal durch die Modstation durchgehe, dann ist da eigentlich ein großer Teil sogar schon aktuell. Manche Sachen kommen dann erst ein paar Tage später. Und wichtig ist einfach, ihr öffnet diese Sache, während euer Spiel geschlossen ist. Ganz, ganz wichtig, ne? Also World of Warships darf im Hintergrund nicht laufen und könnt dann hier alles Mögliche einstellen. Müsst euch auch nicht immer wieder neu durchklicken, sondern er merkt sich das, was ausgewählt wurde, ne? In der Vergangenheit ausgewählt wurde. Und dann drückt ihr halt auf Apply. Und wenn das alles installiert ist, dann geht so ein Download-Balken durch, so ein Installationsbalken. Und wenn das alles installiert ist, dann gibt es hier die Taste Play. Und hier könnt ihr euch dann auswählen, welche Without-Mods oder wie auch immer, wenn da irgendein Bug im Spiel ist oder so eine Sache, könnt ihr sogar hier ohne Mods spielen und hier eben mit Mods spielen. Ne? Eigentlich alle. Dann gibt es hier noch ein paar Kleinigkeiten, wo man im Hafen noch ein paar Sachen verändern kann. Mit der Winrate, was man sich anzeigen lassen kann. Session Stats, nicht Season, wo man dann genau sehen kann, wie häufig hat man gewonnen und so weiter. Port Admiral, da hat halt Schiffe angezeigt, wenn die sonst schwarz-weiß wären, weil wir sie noch nicht erforscht haben, die bleiben dann in Farbe. Also eine ganze Geschichte. Guckt euch das einfach mal in Ruhe an, wie ihr das möchtet, und könnt euch dann euer World of Warships Spiel so anpassen, wie ihr das braucht. Gibt es hier noch einen letzten Reiter, wo man dann die Replays aktivieren kann und so eine ganze Geschichte. Oder alte Wasserfontänen installieren kann, wo die ja vor einiger Zeit mal verändert wurden. Weiter. Ja, und das war es eigentlich, was man zu dieser Modstation sagen kann. Ist am Ende ein Tool, was alle möglichen Mods vereinigt und ihr dann nur noch wie so ein Warenkorb einfach durchgeht. Klick, 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 klick. Unten klickt ihr auf Apply, klickt auf Play und schon ist die ganze Geschichte gegessen. Ja, und es hat doch diese Vorteile, dass ihr halt sicher seid, dass die Mods, die hier drin sind, auf jeden Fall verifiziert sind und ihr euch keine Sorgen machen müsst, dass ihr gegen irgendwelche Regeln verstoßt und die Mods werden sehr, sehr schnell geupdatet. Ja, und das war's von dieser Flaschenpost zu den zur Modstation. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr hattet ja diverse Male so ein Video mal requestet. Jetzt haben wir es fertig, jetzt haben wir es für euch da. Könnt euch immer wieder angucken. Wenn ihr Fragen dazu habt, die ich jetzt nicht beantwortet habe, ja, dann einfach unten kommentieren und ich versuche dann die nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Dann sage ich einfach Danke und sage Grüße vom Seagrass-Team und von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.